Es geht weiter mit Inside Folge 8. Wir nähern uns hoffentlich langsam dem Ende des Spiels. Und wer weiß. Ja, das Save-Menü weiß es wahrscheinlich. Aber da schaue ich jetzt nicht nach. Hopp. Und mit Save-Menü meine ich das Lademenü. Und das Lademenü weiß mit Pünktchen Bescheid, wie viele mögliche Positionen es gibt zum Laden. Dann weiß man auch, wie weit man in diesem Spiel ist. Komme ich hier nicht hoch? Nein? Dann hilft nur Tauchen. Boah, diese Welt wird auch immer seltsamer. Also bis jetzt war sie ja noch einigermaßen verständlich. Aber dieses Wasser an der Decke macht für mich überhaupt keinen Sinn. Okay, aber was mir mein Instinkt sagt, ich muss wieder in dieses Wasser rein, damit ich von oben hier runterfallen kann und dabei den Knopf drücken und hoffentlich nicht an der Höhe sterben. Das sieht nämlich einigermaßen hoch aus. Außerdem vermute ich, ich brauche wieder eine Kiste oder sowas, damit ich hier reinkomme. Das heißt, ich muss wahrscheinlich durch die Fabrikhalle hier durch, ohne mich erwischen zu lassen. Oh. Was ist das? Töten die mich? Nein, die können mich werfen. Oh, cool. Das habe ich jetzt wohl auch einfach so, ohne dass ich einen Helm brauche. Da muss ich aber natürlich erst das Wasser wieder runterlassen. Werft mich doch mal hier hoch. Danke. Dem einen da geht's nicht so gut. I'm sorry. Oh, vielleicht können mich da noch drüben auffangen. Ich könnte mich auch zum Button werfen, aber so ist auch nicht schlecht. Ja, die bleiben ja unter mir. Die müssten mich schon fangen können, ne? Das müsste schon gehen. Probieren wir's mal. Und wenn ich verfehle, versuche ich es nämlich werfen. Das ist auch ein Versuch wert. Ja, gut gefangen. Danke, Freunde. Aber hättet ihr mich da jetzt nicht auch hinwerfen können? Ah nee, es hätte nicht gereicht. Okay. Dann habe ich dieses Puzzle natürlich auf jeden Fall verstanden. Schließen die sich an oder sind die böse? Die schließen sich an, ne? Die sind nicht böse. Ui. Ich glaube, da möchte ich nicht runter. Nein! Oh nein! Da oben ist ein Seil, das ist zu hoch für mich. So war das nicht geplant. Ich brauche euch doch, Freunde, ich brauche euch doch. Oh. Oh, das war interessant. Instinktiv alles richtig gemacht. Nein. Oh. Okay. Ich hab's überlebt. Da drüben ist die Tür zu.
Ach, das fährt uns hoch, ne? Das ist ein Fahrstuhl, okay. Ich dachte gerade, ich dachte zuerst, der Boden würde sich runterbewegen, aber nein. Das heißt, ich drücke jetzt nochmal. Ah, dann kann ich nicht aussteigen. Skandal. Es geht einfach nicht. Ich bin zu langsam. Ich komme nicht zur Tür raus. Kann ich sie irgendwo anders runterlocken? Können die da oben laufen? Ja, sie können, ist die Antwort. Ja, sie können. Das heißt, die werden wahrscheinlich alle gleich hier runterfahren. Ja, hey, meine Freunde. Boah, dieses Spiel ist echt schon ganz schön lustig. Werf mich hier hoch. Wo bin ich? Ob ich da runterspringen kann? Ich probier's mal. Hab ja eh mal wieder keine Wahl. Oh, Rio. Ah, ein Secret. Oh, ein gemeines Secret, weil irgendwie muss ich meine Leute hier hochschaffen. Ach so, auf dem Fahrstuhl. Hä? Wie soll denn das jetzt gehen? Ach, und hier ist ja auch gar nicht. Das ist ja der Fahrstuhl hier, ne? Ja, das ist der Fahrstuhl. Okay, also das müsste ich ja schon haben, ne? Das möchte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Ich muss also alle Leute auf den Fahrstuhl bringen, inklusive mir. Inklusive mich selbst. Ich glaube, dazu müssen wir noch mal runterfahren. Also unten geht es auf jeden Fall weiter. Da bin ich mir relativ sicher. Und auf den Fahrstuhl drauf kommt man doch jetzt aber gar nicht mehr. Können die hier aufmachen? Ja. Also das ist der Weg, wie es hier weitergeht. Aber dieses Bonus-Objective hier, das Bonus-Ding, das möchte ich doch eigentlich auch. Habe ich dafür die Gelegenheit schon irgendwie verpasst? Hätte ich dafür nicht alle Leute runterholen dürfen vom Fahrstuhl, ne? Ich kann ihnen auch nicht befehlen, den Fahrstuhlknopf zu drücken. Das können sie nicht. Ja, ich denke, ich darf nicht alle Leute vom Fahrstuhl runterholen. Kann ich da gerade einmal laden? Ah, jetzt sieht man doch übrigens, wie weit wir sind. Okay, das war die Stelle hier. Die konnten mich jetzt so rüberwerfen. Ich sterbe, die anderen nicht. Das mit dem Werfen ist manchmal etwas tricky, weil ich immer vergesse, wie die Steuerung ist. Ich springe hoch, dann halte ich springen gedrückt und drücke die Richtung. Ja. So, jetzt fallen die alle runter. Ich muss hinterher und mich fangen lassen. Nah an die Wand ran. Okay, hebt mich hoch. So. Jetzt sind die alle auf dem Fahrstuhldach. Ich kletter hier runter.
Das überlebe ich gerade so. Ich drücke den Fahrstuhlknopf, um nach oben zu kommen. So, jetzt hätte ich etwa so gerne, wie viel sind denn das da oben? Ein Dutzend? Sogar die Hälfte davon hätte ich jetzt gerne unten. Also machen wir einfach mal hier, whoop. Das waren zwei. Warum kommen die alle? Nein! Ach nö, das ist gemein. Das ist gemein. Ach, das ist doch gemein. Und wenn ich den Fahrstuhl jetzt... Ich kann ja auch nicht raus. Wenn ich den Fahrstuhl runterlasse, wäre halt unten. Gibt es... Oh, gibt es da irgendeinen Weg? Also mal angenommen, wir fahren von unten mit dem Fahrstuhl hoch. Dann müsste ich aber drin sein, weil irgendwer muss den Knopf drücken. Das ist immer Voraussetzung. Dann kommen die zwar auf dem Dach raus, aber dann komme ich nicht mehr nach hier oben. Gibt jetzt hier auch nichts anderes zum Interagieren. Außer dramatische Musik. Aber einen anderen Weg, die hochzuschaffen, außer den Fahrstuhl, sehe ich nicht. Ich müsste also im Fahrstuhl mit denen sein. Oder irgendwie noch ein Stockwerk höher fahren. Also ich meine natürlich auf dem Fahrstuhl mit ihnen sein. Nee, ich sehe es gerade nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich es vielleicht noch. Aber ich sehe es gerade nicht. Vielleicht übersehe ich auch irgendeine Interaktionsmöglichkeit. Vielleicht können die mich auch hier irgendwie... ich den Knopf drücke, rausschmeißen oder so. Nee, nee, sobald ich den Knopf drücke, ist sofort vorbei. Der Knopf macht instant die Türen zu, auch wenn es nicht so aussieht. Ah, wobei ich kann die aussperren, ne? Das kann ich. Moment. Es sind gerade welche draußen zurückgeblieben. So, ich möchte so die Hälfte von dem Pulk möchte ich da haben. Kommt mal hier rüber. Und ich gehe zu. Hey, nein, ich möchte da nicht hoch. Und jetzt, Achtung. Hopp. So, genau. Jetzt haben wir. Haha. Das ist des Teufels Lösung. Wir haben die Hälfte auf dem Dach. Okay. So kann man sie doch trennen. Die andere Variante, da haben die Programmierer sich gedacht, nee, lassen wir alle runterspringen. Egal, ob der schon längst wieder drunter ist. Aber hier, das funktioniert. Alles klar. Werft mich hoch. Oh, das hat jetzt natürlich ein bisschen gedauert. Tut mir leid. Ein Großteil der Folge ist jetzt damit draufgegangen. Aber egal, ich möchte die Secrets haben. Wenn ich sie schon entdeckt habe, möchte ich sie nicht weglassen. Office Space, Achievement unlocked. Noch mehr kann ich da nicht machen, ne? Nee, ich werde mich auch nicht nochmal festhalten. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann kommt mal alle.
Ihr dürft auch alle mit. Ich lasse keinen zurück. Zack. Wollte gerade nochmal schauen. Hier sind wir, wie weit wir fortgeschritten sind. Also sind schon gute 3/4 durchs Spiel durch. Kommt, meine Freunde, folgt mir. Tja, jetzt muss ich sie zurücklassen. Ha, zu schade. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Piep, piep, piep. Was ist das da hinten? Was zur Hölle? Und es blutet. Oh je. Versucht er mich zu fangen? Nee. Was? Wie, wo, was? Ja, schaut da rein. Bin sicher, es ist super spannend, was auch immer es da zu sehen gibt. Hört keiner, wenn ich hier ein bisschen Lärm mache, ne? Nee. Ich würde ja schon gerne wissen, was die sich da anschauen. Scheint ja recht wichtig zu sein. Das hier ist nur eine Lampe, kein Gehirnwäschegerät. Was auch immer ihr euch da gerade angeschaut habt, ich komme jetzt von oben rein. Ist das okay? Das ist auch kein Hebel hier. Okay, schön versteckt bleiben. Schön versteckt bleiben. Was schauen die sich da an? Hinten geht es nicht weiter. Ich wollte nur einmal schauen, dass ich nichts verpasse. Die sind diesmal überhaupt nicht fokussiert auf mich. Was auch immer es dort gibt, es scheint recht spannend zu sein. Die hören auch nicht mal auf Geräusche. Stuhl und Wand, oder? Das ist eine Wand, ja. Manchmal ist das ein bisschen schwer zu erkennen, aber wenn alles grau ist, ist es in der Regel eine Wand und kein versteckter Durchgang. Das sieht nach was aus, was man steuern kann. Oh ja. Sweet.
So. Höp. Ich nehme an, ich muss runter. Ich werde jetzt nicht oben checken, ob da noch was war. Man kann nicht alles durchsuchen. Also man kann schon, aber ich nicht. Manchmal wird es auch mir zu doof. Hier haben sie doch alle reingestarrt, oder? In so ein Bottich. Zum Glück kann ich unter Wasser atmen. Das ist eine wunderbare Stelle, um einen Folgenschnitt zu machen. Also, beim nächsten Mal sehen wir, was wir jetzt hier wieder kaputt gemacht haben. Bis denn. Tschüss.